Thomas Sekula Automobile GmbH, Ihr Fahrzeughändler in Siegburg. Jetzt neu, Ihr Fahrzeugmakler in Siegburg. Sie möchten Ihr Fahrzeug verkaufen? Sprechen Sie uns an. Wir übernehmen die komplette Abwicklung von A wie Angebot bis Z wie Zahlung. Dank 30 Jahren Berufserfahrung und modernster Verkaufswerkzeuge erzielen wir deutlich höhere Preise für Sie. Sie sparen Geld, Zeit, Nerven. Geht nicht? Doch fair und seriös bei Ihrem Fahrzeugmakler in Siegburg. Thomas Sekula Automobile GmbH. Autos sind unsere Leidenschaft. Neues für Spiel und Spaß. Einweihung der Spiellandschaft in der Kita Arkadas. Lange Zeit wurde darüber nachgedacht, wie man den Kindern das Spielen in der Kita verschönern könnte. Es wurde vieles getestet, viel nachgefragt und gut durchdacht. Nun war es soweit. Die Kita Arkadas kann sich über eine neu errichtete Spiellandschaft für die Kleinen freuen. Die Kinder übernahmen direkt ihre neue Landschaft, nachdem Bürgermeister Franz Huhn diese feierlich und mit der Durchtrennung des Bandes als eröffnet erklärte. Die Leiterin Beate Schmitz-Riemschoß erklärte, dass es ihnen wichtig war, etwas zu schaffen, bei dem sowohl Kinder unter 3 Jahren als auch ältere Kinder gemeinsam spielen können. Dies ist ihnen wirklich gut gelungen, durch zum Beispiel eine Art Treppe in diesem neuen Spieleparadies. Die Treppe hat keine Stufen, sondern ist leicht angewölbt, sodass die Kleinen dort hinaufkrabbeln und die etwas größeren Kinder diese wie eine ganz normale Treppe hinaufgehen können. Besonders wurde bei diesem Bau darauf geachtet, dass das Material nicht zu laut ist, wenn man darauf spielt. Hierzu wurde ein spezielles Holz in Verbindung mit einem Öl verwendet. Schön für die Kinder sei, dass sie bei der neu gebauten Spiellandschaft selbst entscheiden können, was gerade gespielt werden soll. So kann man sich eine Puppenecke einrichten oder gemeinsam mit den Bauklötzen bauen. Die alte Spielburg war schon veraltet. Wir haben uns überlegt, neue, zeitgemäß entsprechend neue anzuschaffen. Dann haben wir uns nach dem Katalogen geschaut. Das war ja für uns nicht passend und haben wir lange gesucht. Man kann nicht mit jedem Schreiner das machen und haben uns einen Zertifizierten vom Landschaftsverband gesucht. Und das ist jetzt ein Spielpodest Landschaftsebene für die alle Kinder, die U3 und Ü3. Und das hat schon Vorlaufzeit über ein halbes Jahr gehabt. Sind wir froh, dass wir das eingeschafft haben. Und wir bedanken uns für die Unterstützer und Spender auch noch dabei. Und die Kinder, die haben das wahrgenommen. Auch kleine und größere Kinder haben das auch wahrgenommen. Und die Eltern haben sich vor allen Dingen sehr gefreut über diese Landschaft. Und manche Eltern, die hier waren, die Kinder aus dem Kindergarten raus sind, die wünschten für ihre Kinder auch sowas zu der Zeit, aber gab es leider nicht.